wir hatten die ersten zwei Runden in Duisburg gespielt und es war okay, aber von der Location haben wir uns gedacht, könnte man vielleicht noch ein bisschen einen drauflegen. Und wir wollten auch mal anderes Jury-Feedback haben, weil das in den ersten beiden Runden die gleiche Jury war. Und dann hätten wir auch eine bekommen. Wir sollten dann in Köln spielen, im Blue Shell. Aber das wäre Sonntagabend gewesen. Und da dachten wir uns, nee, Sonntagabend zieht sich keiner so lange so einen Auftritt rein. Das ist halt sehr schwierig, die Fans zu mobilisieren für einen Sonntagabend und das bis in die Nacht, bis in den Montagmorgen im Prinzip rein, wo alle arbeiten müssen, in die Schule müssen, zur Uni müssen, wie auch immer. Also haben wir diesen Termin auch verlegt. Und dann sollten wir wieder in Duisburg spielen. Duisburg wurde vielleicht zu unseren Gunsten mit Glück geschlossen, weil der Pächter irgendwie abgesprungen ist und dann ging es ab nach Bochum in den Rockpalast. Die Schließung der Duisburger Location hat uns natürlich sehr überrascht, aber als wir dann erfahren haben, dass das Ganze nach Bochum verlegt wird, das war natürlich ein Riesenvorteil für uns. Natürlich brauchten wir fürs Regionalfinale auch wieder Promotion, auf jeden Fall, um alle Leute wieder hinzukriegen. Als weitere Steigerung für die nächste Runde haben wir uns dann überlegt, dass wir nicht nur Videos machen, sondern auch einen Werbetrailer, den hat der Olli dann zusammengebastelt. Und dann brauchten wir natürlich wieder ansprechende, witzige Und dann Promotion-Videos. saßen wir eines Abends beim Fußballgucken bei Olli und haben uns überlegt, okay, wir brauchen wieder Videos, was machen wir? Und wir haben überlegt und überlegt und überlegt und wir hatten absolut keine Idee. Dann haben wir uns gesagt, okay, machen wir einfach was richtig, richtig Dummes. Und das ist das, was wir daraus gemacht haben. Ja, wir sind alle einer total öden und langweiligen Arbeit nachgegangen und das sollte einfach total unlustig sein. Mit der Musik im Hintergrund und dann dem Spruch, der da aufploppt, quasi als Einladung, ey, wenn dich dein Alltag langweilt, wenn du keinen Bock mehr hast auf Hausaufgaben, Haushalt oder was auch immer, dann komm zum SPH Band Contest und feier mit uns ab.
die Runde, wo wir wirklich eine oder anderthalb Wochen davor zusammengesessen haben und echt gedacht haben, okay, diese Runde fliegen wir raus, weil wir haben geguckt, wir waren ungefähr bei 60 Karten, die wir verkauft hatten. Da haben wir uns gesagt, okay, gut, es klappt nicht immer, wir sind jetzt 2, 3 Runden weitergekommen. Schade, in den ersten Runden hatten wir so knapp irgendwie 80, 90. Und am Tag des Gigs, als wir dann nochmal die Kartenabrechnung gemacht haben und so, kamen wir auf knapp 120 Karten. Und dann war es endlich soweit, dann standen wir bereit, haben schon aufgebaut und haben eigentlich nur noch darauf gewartet, dass unser Intro eingespielt wird. Und dann ist etwas ganz, ganz Verrücktes passiert. Ich will jetzt von jedem die Stimme da oben gehört! Gib mir ein B! Ich habe mich dann einfach an die Wand hinter mich gelehnt, die Augen geschlossen, tief in mich reingelächelt und einfach für alles gedankt, was bis zu diesem Moment passiert ist. Dieser unglaubliche Weg mit diesem unglaublichen Support, für den wir so extrem dankbar sind. Und wir waren davon auch so stark geflasht, dass wir unser bisher bestes musikalisches Konzert rausgehauen haben, an das wir uns auch immer wieder gerne zurückerinnern. Im Regionalfinale war das Niveau der Bands natürlich schon deutlich höher. Mit Gegnern wie Heinrich oder Eisbrand hatten wir gute Bands in der Runde. Das Niveau der Bands ist ultimativ gestiegen und Runde für Runde hat man gemerkt, dass es immer schwieriger wurde. Und okay, es wird ein cooler Abend, aber ich glaube nicht, dass wir weiterkommen. Erstplatzierter, fast ein Viertel aller Stimmen. 23%. Erstplatzierter ist Trommelwirbel. Bluehouse! Ja, als wir das Regionalfinale gewonnen haben, beziehungsweise als gesagt wurde, Bluehouse ist Erster, da habe ich auf einmal so viel Energie in mir gehabt, da bin ich zur Theke gerannt und habe einfach richtig fest auf die Theke geschlagen. Ich glaube, der Kellner wusste gar nicht, was ihm geschieht. Ja, dann bin ich auf die Bühne gerannt. Ja, der Sieg im Regionalfinale, der war einfach so überwältigend, dass wir dagegen so starke Konkurrenz uns durchgesetzt haben. Da sind wir nach dem Regionalfinale noch mit einigen Leuten in den Bandraum gefahren und haben so eine kleine Aftershow-Party geschmissen. Das war echt cool. Ja, liebe Bluehouse-Familie, liebe Partygemeinde, ich bin unheimlich stolz, dass wir im Finale Westdeutschland stehen, dass wir 3 Runden jetzt gewonnen haben und das nicht nur wegen uns, sondern vor allem, weil so viele Leute mal dabei sind. Das freut mich sehr, das freut uns sehr, das ist ganz wichtig für uns und ohne euch wird das Ganze nicht gehen und funktionieren und wir freuen uns unheimlich, dass wir mit euch zusammen in die nächste Runde gehen und darauf stoßen wir jetzt an. Oh. Sonst war's übrig. Ja, feiert zusammen, trinkt zusammen, genießt den Moment. Es wird weitergehen. Thank you.